Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden uns heute darüber unterhalten, wie du als Handwerker schnellstmöglich in den Vorruhestand kommst. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann guck auf jeden Fall zu, lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist wie immer Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Schamer an meine Seite geholt und wir werden heute über das Thema sprechen, wie du als Handwerker ja quasi kurzfristig in den Vorruhestand kommen kannst. Ist natürlich jetzt eine steile These, aber wir wollen natürlich darüber sprechen, wie kannst du dein Unternehmen so aufbauen, damit du halt ja dich selber ein bisschen rausziehen kannst, damit du nicht mehr sozusagen immer Feuer löschen musst. Weil wenn man es ganz genau nimmt, gibt es ja zwei Möglichkeiten, in den Ruhestand, in den Vorruhestand einzutreten. Entweder macht dein Unternehmen so viel Geld, dass du quasi ja nicht mehr darauf angewiesen bist, da irgendwie mitzumachen. Oder, was ich deutlich wahrscheinlicher sehe, ist, du schaffst es halt, Prozesse und die ganzen ja, Auftragsmitarbeitergewinnungsgeschichten so zu bauen, dass du da halt einfach nicht mehr anwesend sein musst, dass du nicht mehr aktiv mitmachen musst. Und darüber wollen wir heute einmal sprechen. Ich werde erstmal ein bisschen über das Thema Neukunden- und Mitarbeitergewinnung sprechen, weil wenn ich bei uns so in die Kundenschicht reinschaue oder auch an die Gespräche denke, die ich mit den Partnern regelmäßig führe, dann sehe ich eine Sache immer relativ häufig oder beziehungsweise zwei Sachen, und zwar der Geschäftsführer, der Inhaber, der ist zu, ja, man kann schon sagen, wesentlichen Teilen noch involviert in das Thema selber mitarbeiten auf dem Bau, also von mir aus Montage, und auch in das Thema Neukundengewinnung, also wirklich Angebote schreiben, Verträge machen und so weiter und so fort. Und mit Sicherheit ist das auch nicht verkehrt. Also wir sind ja immer eigentlich der Vertreter von, du musst als Geschäftsführer irgendwie wissen, was in deinem Unternehmen los ist und du solltest auch alles im besten Fall können. Aber das sind, muss man fairerweise sagen, nicht die Aufgaben von einem Geschäftsführer. Du solltest vor allem für das Thema Montage, vor allem für das Thema Neukundengewinnung, solltest du irgendwann Leute haben, die das einfach für dich übernehmen können, damit du dann nicht mehr selber involviert bist. Natürlich kann man jetzt so argumentieren, dass das für dich schön ist, dass du mehr Zeit hast, um zum Beispiel auch den Vorruhestand zu erreichen. Aber es geht auch um das Thema Sicherheit. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, aus irgendeinem Grund, du machst da von mir aus die Ein-Mann-Armee und machst alle Aufträge selber sozusagen und du bist mal aus irgendeinem Grund zwei Wochen nicht in der Lage zu arbeiten, dann macht das Unternehmen zwei Wochen lang keinen Umsatz. Und das ist schlecht. Brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Genau, und deswegen fällt mir eine Sache ganz besonders auf bei Betrieben, die wir betreuen, die das schon mehr oder weniger gut gemeistert haben. Also einfach ein systematisches Rausziehen von den Geschäftsführern ermöglichen. Und zwar ist das eine automatisierte Mitarbeiter- und Neukundengewinnung. Beides hat gleichermaßen hohen Wert. Wenn du automatisiert Neukunden gewinnst, zum Beispiel hast du, zum Beispiel mit der A&M, würde ich natürlich empfehlen, eine Maschine, die dir regelmäßig neue Anfragen gibt. Und du hast halt vernünftig geschulte Vertriebler, die diese Anfragen in Aufträge umwandeln können. Dann hast du das schon mal sozusagen outgesourced. Da könnte man jetzt noch 10 Untervideos zu machen. Aber vom Grundsatz her brauchst du erstmal einen automatisierten Weg, der dir Neukundenanfragen ins Haus bringt. Empfehlungen sind schön, eine Website ist auch schön, aber das ist nichts, womit du kalkulieren kannst. So, wenn du das einmal hast, dann brauchst du natürlich Leute, die sich um diese Anfragen kümmern. Wir bevorzugen ja das Modell, Anfragen erstmal vorzuselektieren, und wenn die selektiert sind, kannst du damit zum Verkäufer gehen und der ist dann im besten Fall so geschult, dass er daraus eben ja, Aufträge machen kann. Zweite Sache, die dabei eine wesentliche Rolle spielt, jetzt nach meinem Empfinden würde ich sogar sagen, eine größere Rolle, ist einfach der Weg, immer wieder an neue Bewerber für dein Unternehmen zu kommen. Ich sehe das wirklich, wirklich relativ häufig, dass ich ja, Partner von uns anrufe, Geschäftsführer von anderen Unternehmen, die mir dann sagen, dass sie gerade draußen auf der Baustelle sind. Und ich sage gar nicht, dass das schlecht ist. Ja, man muss auch wahrscheinlich irgendwann mal selber da einfach mitmachen, wenn gerade Not am Mann ist oder sowas. Aber ich merke das wirklich häufig, dass das einfach ein Dauerzustand ist. Und das kann so natürlich nicht funktionieren, weil jedes Mal, wenn du draußen auf der Baustelle bist, dann entgehen dir einfach andere Aufgaben. Und ich will dir da eigentlich nur eine Sache mitgeben. Und zwar ist das für dich erstmal, wenn du sagst, okay, ich will jetzt diesen Schritt gehen in Richtung, ich möchte mich rausziehen als Geschäftsführer, ich möchte am Unternehmen arbeiten und nicht mehr im Unternehmen, dann will ich dir einfach nur mitgeben, versuch vielleicht erstmal den Status quo, so wie er vielleicht gerade ist, nicht mehr zu akzeptieren. Weil der Moment, wo du für dich selber sagst, hey, ich akzeptiere jetzt nicht mehr in Anführungsstrichen, mit raus auf die Baustelle zu fahren, ist auch der Moment, wo du dich um alternative Lösungen kümmerst. Und da ist natürlich das Thema Mitarbeitergewinnung ganz vorne mit an. Du brauchst regelmäßig neue Bewerber, du brauchst regelmäßig gute neue Bewerber und du brauchst einen vernünftigen Prozess, der diese Bewerber eben ja, in eingestellte Mitarbeiter letzten Endes umwandelt, genauso wie bei der Neukundengewinnung. Und das sind schon mal so die beiden Hauptsäulen, die du einfach brauchst, um dein Unternehmen so aufzustellen, dass du theoretisch dann nicht mehr aktiv mitwirken musst. Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das Ganze? Also wenn ich diese beiden, ich sage jetzt mal Anfragenquellen habe, wie verarbeite ich das alles in meinem Unternehmen, dass ich jetzt nicht jede Bewerbung irgendwie hier auf einem Stück Papier mir angucken muss oder jeden Auftrag irgendwie auf einen Zettel unterschreiben lassen muss,
Da sind wir also beim Thema Systematiken, Prozesse, CRM-Systeme. Dazu wird dir aber der Kollege jetzt noch ein bisschen mehr sagen. Ja, sehr gute Überleitung. Ich möchte da noch kurz ergänzen. Eins, was ich sehr, sehr oft mitbekomme, ist ja auch, wenn wir mit den Fachbetrieben sprechen, auch unsere Partner haben leider immer wieder das Mindset, dass wenn sie eine Stelle suchen, die suchen, oft auch besetzen und dann meistens sagen, jetzt reicht die Suche. Ja, ja. Das ist schon einer der Fehler. Also wir reden ja hier von systematisieren und regelmäßig anfragen. Also generell ist das bei uns auch so, also bei uns, bei der A&M, auch Stellen, die besetzt sind, werden trotzdem auf der Karriereseite weitergesucht. Ja. Ziel dahinter ist einfach, dass man irgendwie regelmäßig trotzdem neue Bewerber da bekommt. Dass, also seien wir mal ehrlich, einen perfekten Monteur oder einen sehr, sehr guten Anlagenmechaniker, den du dann noch findest, den würden jeder von uns nehmen. Und diese Situation oder diese Chance nimmst du dir weg, wenn du aktiv nicht mehr suchst. Mit aktiv bewerben meine ich natürlich, dass man jetzt nicht unnötig viel Werbebudget investiert, sondern einfach, dass man präsent ist, dass jemand, der sich auf die Webseite zum Beispiel verirrt, dass er weiß, okay, die suchen diese Stelle noch. Genau, aber ja, zum Thema Systeme schaffen, da kommen wir natürlich an der Digitalisierung nicht vorbei. Um natürlich ja so weit wie möglich vom Tagesgeschäft entfernt zu sein als Geschäftsführer, musst du natürlich auch das Unternehmen so aufstellen, dass klare Prozesse oder Systeme vorgegeben sind, dass quasi jeder Teilabschnitt in deinem Unternehmen jederzeit ersetzbar ist. Ja, was meine ich damit ist natürlich, wenn die Mitarbeiter ohne dich arbeiten sollen als Geschäftsführer, dann ist es natürlich wichtig, dass es klare Vorgaben gibt. Und eine klare Vorgabe ist schon eigentlich ein Prozess. Es muss jetzt, idealerweise sollte es natürlich ein CRM sein oder ein System, wo jeder Prozess digital aufgezeichnet ist, dass wenn Mitarbeiter A an dem Tag krank ist oder im Urlaub ist oder wie auch immer nicht im Unternehmen ist, dass sich ein Mitarbeiter hinsetzt und genau an der Stelle weiterarbeiten kann in derselben Qualität. In derselben Qualität heißt, es müssen die Vorgaben gegeben sein, sei es durch eine Checkliste. In den gängigsten CRM gibt es immer Pflichtfelder zum Beispiel, wenn du sagst, okay, der geht jetzt vom Aufmaß in die Montage oder vom Aufmaß in die Produktion. Dass da wirklich die Struktur gegeben ist und die Vorgaben komplett eigentlich nur noch auszufüllen sind. Und schon bist du komplett ja so aufgestellt, dass du ersetzbarer bist. Also du musst nicht bei jeder Sache als Geschäftsführer direkt selber einspringen. Und das ist letztendlich, ja, macht deine Mitarbeiter zu einer Art, ja, wir nennen das ja Rollensystem auch teilweise, mach sie zu einer Rolle, die irgendwo ersetzbar ist und nicht nur durch dich selber ersetzbar. Idealerweise ist das so, ich kann mal ein kleines Fallbeispiel bei uns im Unternehmen machen. Es gibt immer die mehrere Abteilungen abdecken können. Die sind dann Spezialisten, wenn mal eine ausfällt. Das heißt, es ist letztendlich, du hast in jeder Position einen Angestellten und einen Teamleiter idealerweise, der im Notfall dafür einspringt. Und wir reden hier von nicht nur automatisierten Prozessen, sondern auch das ist ein Prozess, dass der Mitarbeiter direkt weiß, okay, wenn der und der fehlt, wer muss dahin, wer muss dann das tun und wer muss dann das tun. Dass nicht die erste Lösung ist immer der Geschäftsführer, hey, was müssen wir jetzt erstmal machen? Dass die Monteure ihre klaren Vorgaben haben. Und ja, dem hilft natürlich ein CRM-System sehr. Heutzutage gibt es jetzt viele, ich will jetzt kein bestimmtes hervorheben. Schau dir gerne mal online welche an. Da arbeiten verschiedene, die sich auch aufs Handwerk spezialisiert haben. Ich denke, da wirst du auf jeden Fall was finden. Gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, nimm die Punkte erstmal mit. Thema Digitalisierung könnte man jetzt auch noch dutzende Videos zu drehen, hast du aber schon bei uns auf dem Kanal gefunden. Ich will dir da einfach nur eine Übung vielleicht nochmal zum Schluss mitgeben, die wir auch mit unseren Partnern umsetzen, weil die Frage ist ja immer, wo fange ich jetzt an? Also man könnte ja überall gefühlt anfangen. Aber mach vielleicht erstmal für dich die Übung so als Geschäftsführer. Immer wenn du irgendwo involviert bist in einem Prozess, wenn du aktiv irgendwo mitmachen musst am Tagesgeschäft, stell dir einfach mal die Frage, wie müsste jetzt mein Unternehmen aussehen, damit ich jetzt hier nicht gerade eingreifen muss. Musst du jetzt nicht in dem Moment lösen, du kannst jetzt erstmal aufschreiben auf ein Blatt Papier und sammeln. Aber erstmal geht es wirklich darum, das Bewusstsein zu schaffen. Wo bist du überhaupt involviert, wo es vielleicht gar nicht notwendig ist. Und dann kommt man relativ schnell ja vielleicht zu einer Idee, zu einem Gedanken, wie das Unternehmen funktionieren könnte, auf von mir aus der gleichen Flughöhe oder vielleicht noch einer besseren, ohne dass du da proaktiv mitwirken musst. Nimm das hier auf jeden Fall schon mal sozusagen als kleinen Anschluss dafür. Guck dir die weiteren Videos an, um da noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Ansonsten danke ich dir erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.